Hallo, ich bin's wieder, euer Aaron. Und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr auf dem Weber Q mit dem Drehspieß arbeitet. Den Drehspieß gibt es für verschiedene Grillmodelle von Weber, für Holzkohlegrills, genauso wie Gasgrills oder Elektrogrills. Es ist möglich, auch größeres Gargut auf dem Drehspieß zu grillen, wie zum Beispiel auch eine Gans, ein Hähnchen, ein Gyros oder ein Dönerspieß. Jetzt setzen wir den Drehspieß ein. Wir müssen den elektrischen Motor nur noch starten. Als Tipp, wenn ihr eine Aluschale darunter legt, habt ihr weniger Sauerei im Nachgang. Nach 1,5 Stunden sieht so unser Spießbraten aus. Lecker, kross und saftig und bereit zum Verzehr. Wenn ihr so einen schönen Spießbraten auch haben möchtet, dann holt euch den Weber Drehspieß und Rezepte findet ihr auf weber.com. Ich wünsche euch und eurer Familie viel Spaß beim Nachgrillen, euer Aaron.